Hier spielt die Musik. Radio Augsburg stellt Musiker aus ihrer Nachbarschaft vor. Wir machen heute einen Ausflug in den Bereich Hip-Hop. Guten Abend, werte Hörerschaft. Ich bin Christopher Dirr und heute spielt die Musik bei Capo di Capi. So heißt das junge Augsburger Trio, das in Kürze ein neues Album herausbringt. Lehnen Sie sich zurück und lernen Sie drei wirklich interessante und sympathische junge Menschen kennen. Wie schon gesagt, heute gibt's Hip-Hop auf die Ohren, aber eine ganz bestimmte Art von Hip-Hop bzw. Rap. Gospel Rap. Das heißt, die Texte von Capo di Capi haben allesamt Tiefgang und die meisten handeln von Gott bzw. vom Glauben an Gott. Und das sind Capo di Capi. Ich bin der Rob, ich mache seit über 10 Jahren Musik. Ich bin in unserer Gruppe hauptsächlich für Beats und die Raps zuständig und auch für den organisatorischen Part, managementmäßig ein bisschen bin ich dafür zuständig. Ja, hi, ich bin der Chris. Mit dem Rob habe ich damals angefangen, Musik zu machen. Das war im Jahr 2000 genau. In der Gruppe schreibe ich halt auch Raps und Rap und mache ab und zu Gesangsparts und auch Beats. Ja, servus, ich bin der Gianni. Ich bin jetzt auch schon seit knapp 10 Jahren dabei bei der Gruppe und ich rap auch und für die Gesangsparts bin ich auch zuständig und ich bin irgendwie so der Ruhepol zwischen den beiden. Das Hip-Hop-Trio Capo di Capi, Gianni, Chris und Rob gibt es in dieser Dreier-Kombi seit 2003. Irgendwann gerieten die drei auf die schiefe Bahn. Gott hat damals in ihrem Leben noch keine wichtige Rolle gespielt, was sich aber 2005 ändern sollte. Lernen Sie jetzt aber Capo di Capi einfach selbst kennen. Meine Kollegin Susanne Bosch hat die drei besucht in ihrem eigenen kleinen Studio. Alle drei sind berufstätig, deshalb proben sie also abends in ihrer Freizeit. Meine Kollegin Susanne Bosch durfte bei einer privaten Probesession dabei sein. Erst einmal hat sie sich mit den dreien aber unterhalten. Radio Augsburg. Augsburg Sound. Musiker im Interview. Rob, was macht Capo di Capi für Musik? Ja, Capo di Capi steht in erster Linie auf jeden Fall für Hip-Hop, für Rap. Rap, der auch tiefer geht, der eine Substanz hat in den Texten, wo man auch in jeder Lebenslage eigentlich sich anhören kann. Wir versuchen immer sehr viel Vielfalt reinzubringen. Chris, kannst du ein bisschen was zu eurer Geschichte erzählen? Wie hat denn das Ganze angefangen und wie hat sich's entwickelt so die letzten Jahre? Der Rob, irgendwann kam er mal ums Eck mit einem selbstgeschriebenen Rap und ich fand es so cool, dass er das gemacht hat und ich war damals noch mehr so auf Graffiti und so fixiert. Wir waren halt damals schon beste Freunde und dann hat er halt mich gefragt, ob ich nicht selber auch mal einen Text schreiben will und ich habe mir gedacht, ja, eigentlich schon, wieso nicht? Hab's halt mal probiert. Dann kam auch echt bald der erste Auftritt in unserer damaligen Schule. Aber inhaltlich ging es damals noch nicht um Gott, oder? Nee, am Anfang war es ganz und gar nicht christlich. Also wir haben halt richtig schlecht über Frauen geredet, schlecht über andere Rapper geredet und einfach alles niedergemacht, was man niedermachen wollte und konnte. Und ja, es war eigentlich genau die andere Richtung als die, die es jetzt ist. Und wir sind halt älter geworden und natürlich auch klüger und wir haben halt viele Sachen hinterfragt und wir kamen in unserem persönlichen Leben in Situationen, wo wir uns gefragt haben, was eigentlich dieses Leben hier soll. Vor allem war die Frage halt sehr präsent, was ist danach? Ich rede jetzt mal von mir persönlich. Also mein Dad, der ist gestorben, als ich 11 war und das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und vor allem war halt dann ein Punkt, als ich 18 Jahre alt war, wo es dann wirklich schlimm war. Da war ich dann richtig depressiv und Rob war parallel, war da halt auch ziemlich down. Und Gianni war auch ziemlich down, also es war wirklich, wir haben halt nicht weiter gewusst. Und dann hat euch ein Freund das Evangelium näher gebracht. Ja, und der hat uns dann zum ersten Mal, ich sag immer unverfälscht und für uns verständlich, das Evangelium von Jesus erzählt. Und das hat sich dann natürlich auch in unseren Texten ausgewirkt. Gab es dann da auch Leute, die gesagt haben, das ist uncool, spinnst du jetzt, Gianni? Kamen auf jeden Fall welche zu uns, die halt erst so gedacht haben und auch gesagt haben, so, hey, was ist mit euch los? Seid ihr total abgedreht? Es war auch am Anfang schwer, das zu akzeptieren und so, dass man halt eben auch Gegenwind bekommt. Aber wir haben halt da einfach das Vertrauen gehabt und wir haben uns halt gedacht, wenn wir den Weg gehen, dann wird auch alles gut werden. Also es sind immer mehr Freunde auch zum Glauben gekommen.
ich will jetzt nicht unbedingt sagen durch uns, aber wir haben natürlich schon auch eine gewisse Ausstrahlung und einen gewissen Einfluss eben auf unseren Freundeskreis gehabt. Von den Texten her, wir konnten das auch gar nicht mehr so schreiben wie davor. Reingelauscht. Radio Augsburg bei der Probe. So, jetzt sind wir also hier im Studio bei Capo di Capi. Und Jungs, ich kriege jetzt eine Kostprobe von euch. Bitte, los geht's. Ready? Yo. Yeah. Go. Here we go, die Homies aus Lechnor. Vom Block zu Block gehen wir für Gott und droppen Bombs. Und dann ein Herz klopft, Jesus, egal wer du bist, Jude oder Grieche, das macht keinen Unterschied. Drum Ohren auf, wenn wir rhymen, denn das, was wir sagen, könnte dein Life verändern. Nur leider gibt es auch viel Hate, das stresst viele, wenn da jemand steht und über Jesus rappt. Doch egal, was sie sagen oder tun, wir bringen Truth to the youth und nicht nur hier in Augsburg. Und soweit also eine Tonprobe von Capo di Capi und die Kollegin mittendrin. Gleich gibt's noch ein ganzes Lied zu hören aus dem neuen Album Auf weißem Stein. Vorher aber hören wir wieder rein ins Interview, das die Kollegin Susanne Bosch mit Rob, Chris und Gianni geführt hat. Glaubt ihr, dass ihr ohne Musik nicht da wärt, wo ihr jetzt seid, also auch so rein persönlich? Ja, in erster Linie würde ich sagen, dass wir ohne Gott nicht hier wären, wo wir jetzt sind. Es war halt damals so, bevor wir Gott kannten, bevor das ein Teil von unserem Leben war, war es halt so, dass die Musik sehr essentiell war. Und als wir Gott dann kennenlernten, war das dann nicht mehr unbedingt das Ventil. Ist es zwar immer noch, um Sachen rauszulassen, aber es war vielmehr ein Mittel, um das zu verbreiten und das zu vermitteln, was ich eigentlich sagen will. Jetzt könnte man euch ja auch unterstellen, dass ihr eine Nische gesucht habt. Was sagt ihr zu diesem Vorwurf? Wir hatten eher Angst davor, diese Entscheidung zu treffen, weil wir dachten, wer will sowas hören? Also wir wussten nicht mal, dass es christliche Musik gibt oder christlichen Rap gibt. In Amerika gibt es ja sehr viel, aber wir hatten keine Ahnung davon. Wir haben uns eher Sorgen gemacht, wer will uns dann überhaupt noch hören, wenn wir über solche Themen immer wieder rappen. Wie weit ist denn euer neues Album? Ich würde mal sagen, das Album, wenn man es prozentual sehen will, ist es bei 80%, würde ich sagen. Es ist schon alles geschrieben auf jeden Fall, die Beats stehen auch schon. Demo-Versionen haben wir schon aufgenommen. Jetzt geht es halt nur noch darum, in ein großes Studio zu gehen und es dort aufzunehmen. Auf der Internetseite kündigt ihr an, dass auf eurem neuen Album ruhige Songs mit Tiefgang genauso zu hören sind wie laute und grelle Banger. Also eine bunte Mischung. Es sind halt auch immer viele Leute zu uns gekommen und haben so gemeint, ja, macht's halt mal ein bisschen mehr Abgeh-Dinger sozusagen. Und ja, das wollten wir halt einfach bei dem neuen Album, wollten wir das verstärken. Wir wollten da Vielseitigkeit zeigen. Ein Ding war halt auch noch, dass wir halt bei Live-Auftritten gemerkt haben, mit diesen ruhigen Tracks ist es halt schwer, eine Crowd aufzuwecken und mitzuziehen. Mit eurem neuen Album wollt ihr die Leute auch durch ganz besonders gute Klangqualität mitziehen. Deshalb soll es natürlich auch in ein ganz besonders gutes Studio gehen, was aber natürlich Geld kostet. Was hat sich Capo di Capi da einfallen lassen? Wir haben dieses Geld nicht gerade mal so auf der Seite liegen und uns ist dann die Idee gekommen, ein Crowdfunding-Projekt zu starten im Internet, also wo man sein Projekt vorstellen kann und wo Leute, die Interesse haben, uns dabei unterstützen können, dass wir dieses Geld zusammenbekommen, was wir brauchen, um die Studiokosten zu bezahlen. Und es geht noch bis zum 16.06. Und wir glauben, dass es zusammenkommt und dass wir es packen. Rob ist optimistisch oder besser gesagt, er hat Gottvertrauen, wobei es ja noch einen ziemlichen Berg zu erklimmen gilt. Die drei haben zwar schon an die 6.000 Euro zusammen, 10.000 sollen es aber werden, in 10 Tagen wohlgemerkt. Also Fans und zukünftige Fans, strengt euch an. Übrigens, werden es bis 16.06. nicht 10.000 Euro, bekommen alle ihr Geld zurück. Mehr dazu aber auf der Plattform Startnext oder auf der Internetseite capodicapi.de. Letztes Jahr hatte das Trio über 20 Auftritte und auch in diesem Jahr kommen Chris, Rob und Gianni noch ziemlich herum in der Region und in ganz Deutschland. Über allem steht aber natürlich die Album-Release-Party im August. Capo di Capi, das sind sehr sympathische Gospel-Rapper aus Augsburg, die bibelfest sind, gläubig und lässig. Viele Leute denken ja, das geht nicht. Jetzt heißt es, hier spielt die Musik, jetzt hören wir rein ins neue Album. Capo di Capi ist, so steht auf der Internetseite, was für Christen und auch für ganz gewöhnliche Hip-Hop-Begeisterte. Na dann, viel Spaß mit der Single »Alles ist möglich«. Thank you.
mit uns mit an einen Ort, wo alles möglich ist. Egal in welcher Stadt du lebst, egal wo du gerade bist. Ob du gerade knapp bei Kasse bist, auf einer Parkbank sitzt und den ganzen Tag lang an einer Flasche sippst. Denn alles ist möglich, den der glaubt. Geht ins Ohr, oder? Alles ist möglich. Capo di Capi zu hören auf dem neuen Album, das im August erscheint. Das Augsburger Hip-Hop-Trio schreibt vor allem Texte, die Gott bzw. den Glauben an Gott thematisieren. Radio Augsburg. Weitergehört. Hier spielt die Musik in der nächsten Woche. Stellen wir Ihnen den Augsburger Gospelchor Voices of Joy vor. Der Chor besteht aus 30 Mitgliedern. Wir hören also nächste Woche einen Gospelsong à la Sister Act und lernen die Musiker kennen. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Ich bin Christopher Dill und freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind, am Donnerstag um 20.30 Uhr. Hier spielt die Musik. Radio Augsburg stellt Musiker aus Ihrer Nachbarschaft vor. Die große Radio Augsburg-Serie.